Podfight. Wir leben Wrestling. Vince McMahon bei Raw. Laut einem Bericht von PW Insider war Vince McMahon gestern Nacht bei Raw vor Ort. McMahon soll im Vorfeld zudem erneut einige Änderungen vorgenommen haben. Zwar war McMahon nicht in Gorilla Position, doch soll er die Reihenfolge der Segmente und Matches angepasst haben. Die Show fand in Hartford, Connecticut statt, welches sich nur eine Stunde von WWE Headquarters entfernt befindet. Es ist also nicht zwingend davon auszugehen, dass McMahon wieder wöchentlich bei Raw anwesend sein wird. Spezielle Stipulation für Lesnar vs. Rhodes? Wie wir bereits berichtet haben, soll es beim SummerSlam zum dritten Match zwischen Cody Rhodes und Brock Lesnar kommen. Brian Alvarez vermeldet nun, dass das Match kein gewöhnlicher Kampf wird, sondern eine Stipulation enthalten wird. Es soll sich um eine besondere Stipulation handeln, die man bei WWE länger nicht mehr gesehen haben soll. Weiteren Berichten zufolge soll ein Dog-Collar-Match diskutiert worden sein. Dieser Vorschlag wurde jedoch abgelehnt. Dass es zu einem Hell in a Cell-Match kommen wird, scheint aktuell eher unwahrscheinlich. Es bleibt abzuwarten, welche Stipulation Rhodes und Lesnar für ihr Match bekommen. Andrade lehnt Segment ab. Wie Fightful berichtet, war Andrade bei AEW Dynamite vom 10. Mai Backstage anwesend. Der Mexikaner sollte bei besagter Show ein ähnliches Segment wie Miro und Thunder Rosa haben, welche den Start von AEW Collision beworben haben. Andrade soll diese Idee jedoch abgelehnt haben und sich geweigert haben, das Segment zu drehen. Die Gründe dafür sind unbekannt, ebenso ist nicht klar, wie es mit Andrade und AEW weitergeht. Update zu Bray Wyatt. Der Inside-Account Boozer Wrestling hat ein neues Update zu Bray Wyatt gegeben. Demnach wird Wyatt auf jeden Fall zu WWE zurückkehren und mit einer geplanten Storyline starten. Es soll dabei keine Unstimmigkeiten zwischen WWE und Wyatt gegeben haben. Wann der 36-Jährige seine Rückkehr feiern wird, ist hingegen weiterhin unbekannt.